Hey, liebe Leute, willkommen zurück. Ach ja, hier sind. Moment mal, hier sind wir? Wait, ich hab das doch wieder. Ach ja, genau, ich bin nur zurückgegangen aufs Screen. Während die ganzen Headcrabs hier schwarz, oh, gekohlt, verbrannt liegen. Wir sind wieder hier, wo wir aufgehört haben. Ich war letzte Mal ein bisschen frustriert, aber hey, hier bin ich wieder in neuer Frische. Nochmal eine kleine Warnung: Fenster ist wieder offen, wieder tagsüber, wieder befahrene Straße. Aber heute ist Sonntag, also heute ist wenig los, so Aufnahmetag. Aber. Falls ihr im Hintergrund eine Katze um ihr Leben schreien hört, dann bitte nicht das Tierheim informieren. Ist nichts Schlimmes, nein. Unsere Hauskatze hier in unserer Studentenwohnung ist momentan geschlechtsreif geworden. Und sie ist noch nicht kastriert. Das passiert jetzt sehr bald. Aber falls ihr schon mal eine rollige Katze, weibliche Katze erlebt habt, werdet ihr es verstehen. Also, falls ihr was rufen hört, ist es nicht aufgrund von irgendwelchen Problemen, sondern weil sie jemanden sucht, der sie mal richtig durchnimmt. Und sorry, liebe Leute, aber das werde ich nicht tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da oben sind ja noch. Das musste nochmal kurz erledigt werden. Ich gucke mich auch lieber hier nochmal um. Ich bin wieder umgestiegen auf meine Kopfhörer, weil die letzten paar Parts, alle Parts, die ich kürzlich so frustriert war, hatte ich nämlich mein Headset wieder offen. Und ich glaube nämlich, Headset plus Hitze ist echt ätzend, deswegen. Oh, nice. Du bist kein Schildkristall, auch oh Mann. Deswegen bin ich jetzt mit den Kopfhörern heute bestimmt wieder viel easier drauf. Und das hier sieht gerade gar nicht aus wie Wasser. Voll crazy, oder? Mega crazy. Swish, oh, oh ne, ach, das sind. Hä, wieso komme ich da nicht? Okay, jetzt. Das sind wieder. Die, aber die halten offenbar mehr aus als die. Vier. Ah, schnell! 4, 5, 6, 7. Okay, und jetzt in die Luft. Oh, das war knapp. Die halten nämlich. Also die oben, die halten 5 Schuss aus, aber die hier unten halten offenbar 7 Schuss aus. Also ich höre die Katze gerade. Ich hoffe echt, dass man es in der Aufnahme nicht tut. Oh Mann, Alter. Das ist halt voll. Ich versuche ja wirklich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und so zu schenken, weil Katzen, für Katzen ist das ja auch mega schwer. Und die brauchen auch ganz besonders viel Liebe und Zuneigung in der Zeit. Und das gebe ich ja auch. Aber jetzt brauche ich auch einfach mal ein paar Minuten, wo die Tür zu ist, wo ich mal aufnehmen kann. Weil es ist echt anstrengend. Was passiert, wenn ich das mache? Kommt dort Wasser? Oh. Ah! Keine Ahnung, wie ich jetzt auf das Lied komme, aber hey. Kennt ihr Heroescape? Das Brettspiel? Ist voll aufgebaut wie da. Nur kleiner. Oh Gott. Oh je. Ach, hey, bitte. Okay, naja, wir müssen ja jetzt nicht alle Lebewesen dieser Welt töten. Aber hier habe ich jetzt ein bisschen Respekt vor. Weil hier kommt jetzt Wasser, aber da ist ja oben zu. Muss ja irgendwie aufgehen. Die Frage ist nur, wie. Okay, ich warte einfach mal, weil das Wasser geht ja noch höher. Vielleicht passiert noch was. Vielleicht muss ich auch hier nochmal drumherum schwimmen. Aha. Ach ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nachladen, schnell an die Luft, nicht sterben und wunderbar. Hier ist echt nochmal mega hübsch. Heute habe ich auch einfach mal die schlaue Idee getroffen und einfach mal meine Vorhänge zugezogen, damit sich das Licht, das Sommerlicht von draußen nicht in meinem Bildschirm spiegelt. Da bin ich im letzten Part einfach nicht drauf gekommen. Fragt mich nicht warum. Es ist so hübsch. Oh je. Sind wir jetzt gleich wieder, kommt Connor jetzt gleich wieder. Und tötet uns. Oh ne. Oh ne, auf euch habe ich jetzt gar keinen Bock. Ne, 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 geht mal weg. Hä? Wieso sind die jetzt gestorben, als sie hier reingesprungen sind? Und wieso ist jetzt. Ich dachte, das Wasser geht jetzt bis da hoch. Hm. Offenbar nicht. Moment, aber hier. Hier war man ja schon. Moment.
Jetzt bin ich mal kurz ein kleines bisschen verwirrt. Weil wir sind ja hier schon durchge... Oh, ich habe voll die Idee. Wir schwimmen jetzt einfach nochmal hier rum. Weil jetzt ist das hier drüben bestimmt nochmal gewachsen. Also gestiegen, meine ich. Und jetzt kann ich hier bestimmt noch mehr Horizonte erreichen. Wie zum Beispiel hier lang. Und dann geht es gleich wahrscheinlich noch höher. Warte mal, da sehe ich doch schon was. Okay. Hallo? Oh Gott. Hier ist schon wieder... Das ist Öl. Das kann brennen. Das gefällt mir nicht. Es ist eine Warnung. Was passiert hier gleich? Das gefällt mir noch nicht so. Ich bin bei ein paar Sachen im Spiel mittlerweile ein kleines bisschen skeptisch. Keine Ahnung, ob man es verstehen kann. Was ist denn das? Ach so, das ist so ein Feuerpilz. So ein Feuerpilz, Junge. Ach Gott. Ah. Jo, okay, jo. Könnt ihr mal mich jetzt in Ruhe lassen? Dankeschön. Oh, nee, 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 nee. Moment, Moment. Wir machen das ganz in Ruhe. Wo ist der? Wo ist der? Hey, ich sehe ihn nicht. Als ob der mich jetzt gefickt hat, weil ich den nicht gesehen habe. Fick dich selber, du Fick. Moment, jetzt brauche ich erstmal Luft. Dann kann ich hier nochmal irgendwo durchschwimmen. Steigt es immer noch? Nee. Das war echt fies mit dem Fisch, weil ich habe den ja gesehen. Und ich wollte ihn auch abschießen, aber dann war der plötzlich irgendwie nicht mehr unter mir. Ja, das war etwas belastend. So, kann ich hier unten irgendwas machen? Ich muss da hier bestimmt irgendwas machen können, oder? Außer hier... Durchschmissen ist. Achso, Moment. Nee, wahrscheinlich muss ich doch einfach nur jetzt weiter zurück. Das da unten war einfach nur für den Fisch. Ja, nice. Fuck off. So, dann war ich wo jetzt zum Beispiel noch nicht? Ich glaube, da drin war ich noch nicht. Oder ist es das, wo ich gerade reingeschwommen bin? Ist es schon das, wo ich gerade eben... Ist es das, wo ich gerade reingeschwommen bin? Ja, doch, das sieht schon so aus. Moment mal. Okay, gehen wir in die frische Luft und dann da oben. Gehen wir noch nicht da lang. Gehen wir mal durch die Höhle hier erstmal. Wir müssen auch ein bisschen erkunden. Vielleicht gibt es ja doch noch das ein oder andere Secret in der Welt. Naja. Versuch was wert. Jetzt könnte ich mal nochmal so ein Heilungsding vertragen. Was ich ja gerade dankend abgelehnt habe, weil ich voll war. Also nicht, weil ich Alkohol getrunken habe, sondern weil ich schon maximale HP hatte. Alkohol habe ich gestern getrunken. Liebe Kinder, die zuschauen, bitte trinkt keinen Alkohol und vor allem, und das spreche ich wirklich aus dem tiefsten Herzen und zitiere auch nochmal einen Part, den ich mal aufgenommen habe von dem Projekt. Bitte nicht rauchen, das bitte wirklich nicht. So ein Bierchen oder sowas mal ist kein Thema. Ja? Mäßiger Alkoholkonsum kann man machen, aber niemals im Übermaß. Ja? Ich muss nochmal meinen Lehrauftrag hier erfüllen und vor allem, liebe Leute, wirklich nicht rauchen. Das bringt euch nichts, das macht euch nur kaputt, das hat keinen positiven Effekt und das kann man auch nicht entschuldigen mit Oh ja, aber nur eine Zigarette. Ach du heilige Scheiße. Gornak ist scheinbar Raucher, sonst würdet ihr jetzt nicht so ausrasten. Oh, ich habe ihn angebrannt. Aha. Ach du Scheiße. Ich gehe dann mal, ne? Oh, die Brücke brennt jetzt gleich. Oh, Mut, fällt er denn hier jetzt runter? Moment. Nee. Ich hatte gehofft, dass irgendwie die Brücke da runterfällt. Aber vielleicht brennt er hier dann gleich runter. Ich muss hier bestimmt irgendwas machen. Boah. Also natürlich muss ich ihn bekämpfen. Jo, jetzt schießt er, du Hurensohn. Der Wichser. Ah.
Und langsam aber sicher fängt dieses Netz hier an zu brennen, ey. Ja, gib mir Raketen, du kleine Missgeburt. Oh je, das ging daneben. Das ist nicht so gut. Nee, 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 nee. Das denkst du dir so wohl, du Wichskragen. Was hat mich jetzt eigentlich? Ich hab Schaden bekommen, du von wann? Von wann? Ich meine von wo, Leute. Grammatik Julian ist am Start! Ich brauche mal eine Pause. Ach so, hier kommen wieder kleine Krebs. Ich meine, Krebs! Oh, ist er jetzt tot? Ne. Oh je, jetzt wird's giftig. Oh, meine Phrasen. Mein Headset ist. Mein Jetpack ist leer. Wo ist Krebs? Krebs! Ich kann gerade irgendwie nicht reden. Meine Konzentration ist gerade irgendwie null. Ich versuche nicht zu sterben. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Au. Das hat er sogar mir am Auge wehgetan. Ich brauche mal kurz hier was anderes. Nee, ich habe nichts anderes. Hat mein Handy gerade vibriert? Ich kann jetzt nicht. Ich nehme auf, Leute, ich kann jetzt nicht. Es gibt Wichtigeres im Leben. Als euch. Uiuiuiui. Das ist belastend. Ist jetzt erst Phase 2. Natürlich, natürlich die Raketenmunition, die bleibt oben. Aber Moment, hier kommen neue. Also. Oh, der hat da. Der hat jetzt. Der hat Krebs oder sowas. Oh, lass das jetzt mal, du kleine. Missgebrot. Ich kann nicht reden. Ich habe Missgebrot gesagt. Alter, was ist denn gerade falsch mit meinem Kopf? Jetzt habe ich keine Raketen mehr. Moment, aber hier war noch Munition. Aua. So, willst du dich jetzt mal irgendwie beruhigen? Oder? Oh, jetzt hält er sich wieder irgendwo fest. Stirb. Wenn ich jetzt ein Facecam hätte, würde ich jetzt reingucken, Daumen hoch sein und sagen, easy. Aber ich sage auch so, easy. Wir haben Gonak enterbt. Oder sowas in der Art. Meine Fresse, das, sorry, falls ich ein bisschen rumgeschrien habe. Die Musik war echt laut, aber vielleicht war das auch gut so. Oh, ich glaube, damit haben wir Gonaks Lair geschafft, oder? Das war, ich würde nicht sagen, unanstrengend. Nice. Ich bin zufrieden. Wir haben Fortschritt allein. Ich muss noch einen Schluck trinken, ne? Hydrieren im Sommer. Always stay hydrated. Next. Das war halt auch nicht mal der Endkampf. Ich will gar nicht wissen, wie der Endkampf des Spiels aussieht. Hier. Wer redet da? Ist das eine Stadt? Yo. Oh, das sind wieder Hände von so einer Hydra. Die kennen wir doch schon. Und jetzt haben wir, wir sind jetzt von blau über lila oder über grün oder sowas, sind jetzt bei rot von der Farbe her angekommen. Wir sind jetzt da, wo wir diesen dicken Baum gesehen haben. Ich glaube, den wollen wir erledigen. Hat der Baum eine Stadt gebaut oder was? Was ist denn das da? Ach, du heilige Makrele. Oh, yo, wir durften bei denen keinen Sound machen. Ich glaube, hier unten bin ich sicher. Die Frage ist nur, ob ich hier jemals wieder hochkomme. Ja, sieht gut aus. Okay, ciao. Oh! Und von hier aus geht es wie weiter? Sag mir nicht, ich muss darüber. Es gibt bestimmt einen einfacheren Weg, aber hey. Einfach schmeinfach, liebe Leute. Wir nehmen den Weg. Ist doch... Oh, da bin ich jetzt natürlich gerade abgeprallt.
So an einem Pixelstein bin ich abgeprallt und deswegen nach schräg links geflogen statt geradeaus. Vielen Dank dafür, muss ich mich mal bedanken. Ich hab's leider befürchtet. Ich wollte einmal nicht auf Nummer sicher gehen und einmal eine Plattform überspringen. Das ist natürlich nicht möglich. Was ist eigentlich da? Scheiße! Ja, wenn die Ladescreens nicht mehr so lang wären, würde ich sogar noch mehr hier gegen random gegen Wände springen. Ich befürchte allerdings, dass mir das wirklich einfach nichts bringt. Hä, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ich habe abgebremst. Irgendwie nicht funktioniert. Hm, Schwanz. Ich sollte vielleicht auch einfach mal auf den Zwischenplattformen speichern. Damit ich im Falle eines Fehlschlags nicht immer so viel neu machen muss. Die gute alte Abprall-Engine, ich meine Source-Engine. Die Physiken sind doch manchmal echt scheiße. Also ich muss das echt zurücknehmen, was ich da mal gesagt habe vor 10 Parts oder so. Dankeschön. Das sind so Geräusche. Ich kann eure Sprache nicht, Leute. Haben die das gebaut? Okay. Ganz ruhig. So, es gab ja dieses Achievement, von dem ich schon erzählt habe, immer als ich die Blasen getötet habe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man tatsächlich alle von denen killen muss und keinen von denen killen darf. Andersrum meine ich. Also die alle killen, aber keinen von denen. Das werde ich jetzt mal probieren. Ich werde alle killen, die mich hier abschießen. Aber euch werde ich in Ruhe lassen. Ja. Habt ihr das verstanden? Ich hab... Warte, nochmal zur Wiederholung. Ich sagte... Ihr könntet mich auch stattdessen einfach mal unterstützen, Alter. Ihr habt euer Fickleben gerettet, ihr undankbaren Schabracken. Akran! Er hat gesagt, nein? Das verstehe ich. Nein. Keine Sorge. Ich tue dir nichts. Oder doch. Okay. Es scheitert jetzt erstmal darin, den Weg zu finden. Oh. Ach Mann! Komm, geh mir jetzt nicht auf den Sack. So. Was ist das? Keine Ahnung, Glockenspiel oder sowas. Oh, scheiße, ich wollte eure Architekten. Es tut mir echt leid. Knopf. Da ist jetzt unten irgendwas passiert, oder? Das leuchtet jetzt. Fahrstuhl! Cool. Die haben sowas auch. Ich hab sowas auch in zu Hause. Hallo. Ich habe sogar auch Kisten, die ich kaputt hauen kann. Aber hier ist keine Munition drin. Vielleicht Schild. Hier schlaft ihr. Das ist voll hübsch. Also das ist echt, also ich würde hier jetzt nicht wohnen. Aber. Also ihr seid ja generell so ein Volk, das offenbar ein bisschen klüger ist als die Menschheit. Das ist auch nicht so schwer. Hallo.
Aha, das führt da rein. Da kann ich aber da selber nicht reinstecken. Hm, schade. Da auch nicht. Da bekomme ich gerade irgendwie voll Bock auf Dreamfall. Frag mich nicht warum. Oder auf Longest Journey halt. Okay, Knopf. Hi. Oh, das ist bestimmt das, womit die in unsere Welt kommen. Hallo. Können wir mal aufmachen? Alter, das blendet echt. Hi. Gabba-chakababa. Urr. Was? Habt ihr da eine Headcrab gebraten? Oh ja, okay, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Chillt mal eure fucking Basis. Ich drücke jetzt einfach auf den Knopf hier. Ich verstehe leider nicht, was ihr sagt. Alter, ist das hübsch hier. Das ist echt voll cool. Lässt du mich hier vorbei? Na, da komme ich wahrscheinlich eh nicht rein. Was ist denn hier oben? Hier ist zum Beispiel eine offene Tür. Moin. Na? Warum habe ich hier jetzt gerade so ein Arx Fatalis-Feeling? Oh, jetzt gehe ich hier vorbei. Ist aber wirklich zu. Moment, aber hier fühlt ja noch so ein Kabel lang. Das führt da oben rein. Aber da oben komme ich jetzt nicht einfach irgendwie so rein, oder? Was ist das hier? Oh, hier geht's lang. Nice. Ich will irgendwie dieses Portal aktivieren, oder? Oder ich will euren komischen Gott killen. Ist das jetzt euer Gott oder ist es euer Unterwerfer? Ich weiß es halt echt nicht, aber ich glaube, ich gehe einfach hin und kill den halt. Während ich euch natürlich nicht kille. Ihr seht ja so freundlich aus. Aber interessante Luftschächte habt ihr, Lüftungsschächte. Die sind insgesamt doch ein bisschen hübscher noch als unsere eigentlich, würde ich sagen. Warum liegt hier schon wieder Zeug von Black Mesa? Ei! Eieieiei. Ich will euch nicht töten, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Geht das überhaupt? Alter. Was? Antimatter over mind? Was ist das für ein Achievement jetzt hier? Kill a control without killing any of its mind-controlled Vortigaunt slaves. Ja, ja. Ach, so heißen die. Vortigaunts. Heißen die, die hier wohnen. Oh, Alter, sind das viele. Moment. Ich sag gleich nach dem Kampf nochmal was, weil ich habe da so eine Theorie oder sowas. Also ich muss da mal was nachgucken. Ja, aber okay, wenn... Ah, wenn das so ist, dann könnte es ja sogar wirklich so sein, dass das Ding da oben mehr so euer Unterwerfer ist, statt euer Gott. Ne? Vortigaunt. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz hier... Nee, Moment mal, es gibt auch... Ingame dieses Achievements-Ding hier. Bla. Nein, weigere dich. Führe Frage. Nein. Kill all Protozoans in the Border World. Don't kill any Vortigaunts in the Border World. Ja, dann mache ich das nicht.
Kill all Protozoans. 41 von 64. Okay. Warum don't kill any? 0 von 7. Heißt don't kill any etwa? Naja, mit Abweichung. Oh, sorry. Ich wollte jetzt nicht gegen dich springen. Gut, jetzt wo das geklärt ist, kann ich dann jetzt irgendwie vielleicht irgendwas machen hier? Also bevor ich jetzt runterspringe, speichere ich hier oben nochmal, damit ich nicht den ganzen Weg neu gehen muss zum Laden. Achso, ja, dann gehe ich halt hier durch. Das ist auf jeden Fall ein neuer Weg. Hm. Mal wieder Licht anmachen. Das ist schon wieder ganz schön dunkel hier. Oh, Chips! Was? Was ist das jetzt schon wieder hier? Vor allem die Snacks Supply Canister. Die könnt ihr gerne haben, Leute. Also, ihr in dieser Welt könnt gerne auch mal unsere Snacks ausprobieren. Habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Ich habe keine Magnum Muni mehr. Scheiße, das ist wirklich problematisch. Da war ich gerade ein bisschen careless. Was sind das für Schritte? Oh, nee. Nicht so was. Ich dachte gerade irgendwie, hier läuft ein AT-AT oder sowas, aber... Aber nicht so was. Das ist die Stelle, bei der ich gerade in Jedi Outcast feststecke übrigens. Das spiele ich momentan privat an der PS4 und da ist ein Ding, Kampf gegen den AT-ST, relativ früh im Spiel. Aber ich habe den noch nicht so ganz... verstanden. Ich glaube, man muss den noch nicht besiegen, um weiterzukommen. Aber da bin ich halt so. Moment mal. Dass ich das dann besiegen will, wenn ich so einen Gegner habe. Was mache ich denn jetzt? Den Sprung schaffe ich dann nicht. Oh ja, gut, so sowieso nicht. Ja, voll cool. Also ich glaube, ich habe Zen damals in Half-Life 1 echt nie gemacht. Oder das ist massiv verändert worden, weil hieran... In dieses Dorf gerade von den Alien-Viechern kann ich mich im Leben nicht erinnern. Also das ist safe neu für mich. Eigentlich müsste ich nur aus Interesse irgendwie demnächst mal im Livestream Half-Life 1 spielen. Also vielleicht auch Half-Life Source, aber Hauptsache Half-Life 1. Mal, um jetzt doch den direkten Vergleich zu haben. Dann halt als Downgrade, aber das ist ja egal. Irgendwie hätte ich da Bock drauf. Weil, ja, es ist halt echt, wie gesagt, sehr lange her, seit ich den ersten Teil so normal gespielt habe, für mich damals. Und der Vergleich wäre dann jetzt halt noch möglichst direkt da. Mal gucken. Ich kann es ja mal so machen, dass ich eine Umfrage machen würde. Oder nicht eine Umfrage, wir machen es einfach so. Liebe Leute, wenn irgendjemand von euch gerne sehen möchte... dass ich das Original, Half-Life 1, auch mal spiele. Nicht so als klassisches Let's Play, das passt momentan gar nicht in den Plan. Ich habe da was Spezielles vor, mehr dazu erfahrt ihr im September. Ach, scheiße. Aber, so irgendwie im Livestream oder sonstig irgendwie, vielleicht auch so als ein Video, wo ich, dass ich irgendwie mich selbst halt, oh, scheiße. Beim Zocken von Half-Life 1 die ganze Zeit filmen, aber das nicht mit einem normalen Let's Play-Stil. Oh ne, ihr könnt mich jetzt mal im Arsch lecken. Hier geht jetzt gar nicht. Und dann halt nur so ein paar Schnipser, so Highlights davon oder wichtige Vergleiche oder sowas reinschneide. Moment mal, was muss ich jetzt gerade tun? Ich muss sie doch nicht besiegen, oder? Nee. Oh, das ist laut. Okay. Belastend. Ich vergesse immer, dass ich momentan mit dem Jetpack keinen Fallschaden kriege. Deswegen habe ich mir nicht getraut, hier rüber zu springen. Aber das geht ja relatively easy. Ach, die Scheiße. Ciao. Kommt ruhig runter. Oder auch nicht, ihr Wichser. Ach, du heilige Schiesli.
Bei ihr steht da jetzt auch Scheiße. Oh Gott. Nee, 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 nee. Mal schnell hier schnell speichern. Ach du Kacke, das war jetzt vielleicht auch problematisch. Na, oder vielleicht auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich die gerade wirklich töten muss, oder? Würde mich ein bisschen wundern. Wo komme ich denn hier hin? Ach, interessant, wie die Sprünge hier auch gerade programmiert sind. Oh, das ist jetzt problematisch. Das könnte es jetzt wirklich gewesen sein. Ja, das war's. Ja, da komme ich nicht mehr hoch. Schade. Das hat jetzt gerade so ein bisschen die Immersion gekillt. Von der eigentlich doch recht gelungenen Passage. Half-Life ist so ein Spiel, wo ich auch eigentlich mal Bock hätte, mich insofern da reinzuhängen, mich damit so zu beschäftigen, das so oft zu spielen und mir die Glitches und sowas zu Genüge zu führen, dass ich da einen Speedrun machen kann. Ich bin ja nicht so der Freund von Speedruns. Oh, sorry, wenn ich jetzt rumschreie, es ist halt echt mega laut auf meinen Ohren gerade. Überhaupt nicht der Freund von Speedruns. Ich kann mir sowas auf YouTube oder auf Twitch auch gar nicht geben zum Zugucken. Aber ich selbst habe doch bei ein, zwei Spielen schon mal selbst das bisschen rum... Och, kannst du mir jetzt mal nicht auf den Sack gehen? Mal ein bisschen rumprobiert. Gerade in Tomb Raider 2 habe ich damals, als ich relativ jung war, noch zur Schule gegangen bin und so, habe ich doch hin und wieder mal... Hallo! Mach unsichtbare Wand hier um oder was? Okay, wo muss ich denn dann hin? Dann habe ich den Weg noch nicht gefunden. Jetzt muss ich laden, weil ich gerade gespeichert habe, statt zu laden. Ja, Tomb Raider 2 habe ich jedenfalls damals mal ein bisschen so mir die ganzen Glitches und alles zu Genüge geführt. Oh. Und mein Bestes getan, da so schnell wie möglich durchzukommen. War sogar, glaube ich, in der Welt... Rangliste relativ gut unterwegs. Es ist so laut, ich höre mich gerade selbst nicht reden. Was ist denn das gerade für eine scheiß platzierte Plattform? Moin! Ah ja, da muss ich lang. Ja, und dann gab es noch. In irgendeinem Spiel habe ich auch Speedrun technisch mal ein bisschen rumprobiert, aber... Jo. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so der Riesenfreund von. Aber irgendwie in Half-Life könnte ich mir gerade vorstellen, wenn man sich dann so die Glitches und Shortcuts zu Genüge führt und eben gerade diese ätzenden Passagen dann einfach überspringt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich ganz cool sein könnte. Aber keine Ahnung. So, jetzt haben wir auf jeden Fall richtig Fortschritt gemacht in dem Part. Hier ist eine Lampe. Oh, Ladedaten, gut. Ich werde mir jetzt auch, sobald ich das nächste Mal einen ruhigen Ort habe, mal eine Pause gönnen, also das heißt den Part beenden. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt, zwischen dem letzten sehr frustrierten Part und diesem Part mal eine kleine Pause zu machen, weil ich in dem Part jetzt echt Spaß hatte. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Ein paar Steuerungsprobleme, aber hey. So, dann würde ich doch sagen, das ist ein guter Punkt, auch wenn es hier so laut ist, aber ich muss meinen Ton leiser stellen. Aber das kann ich nur außerhalb der Aufnahme. Also, liebe Leute, das ist ein guter Punkt, um hier den Cut zu setzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.